Beim ersten Mal vorbei, das geht beim zweiten Mal vorbei. Du und du. Ja, bin ich gefragt, wie du siehst. Zwar nicht als Tänzerin, aber meine anderen Talente. Wissen Sie übrigens, dass ich etwas für Sie habe? Ja. Und wo ist sie gefunden worden? Auf der Straße, neben Vincentes Leiche. Ulkig, nicht? Ja. Aber wie kommen wir von Mosambik weg? Na, wir könnten ja auch hier bleiben. Mhm. Und Buschneger werden. Macht Spaß, andere Leute nass zu spritzen, hm? Wo ist Christine? Woher soll ich das wissen? Sie ist spurlos verschwunden seit gestern Nacht. In 2 Wochen erwarte ich von Ihnen die nächste blonde Fracht. Er kam per Schiff von Sansibar rüber, um sich seine blonde Fracht abzuholen. Er nimmt nur ganz junge und hellblonde. Nehmen Sie das Steuer. Ich habe so ein Ding noch nie gesteuert. Es war vor 100 Jahren so, das wird auch morgen wieder so. Und trotzdem tut es weh, das kleine Wort Ade. Ich muss wegen Christine mit Ihnen reden. Ich kann ihr nicht helfen, Sie auch nicht. Sie müssen doch aber in dem Club irgendwie mitbestimmen können. Das Silvers Macht erstreckt sich nicht nur auf den Club. Und was ist mit dem Mädchen? Wollen Sie es behalten? Hm? Das weiß ich heute noch nicht. Ich werde Ihnen Nachricht geben. Es fehlt uns also ein Mädchen, eine Aktentasche und ein Mörder. Sie können nicht sagen, dass das Leben langweilig ist. Sage ich auch nicht. Ist es nicht merkwürdig, dass überall da, wo geheimnisvolle Morde passieren, Sie auftauchen? Sie haben mir verschwiegen, dass der Anwalt in Lissabon ermordet wurde. Seltsam, dass Sie es jetzt wissen. Bedauere, Senor, aber niemand darf das Flugzeug betreten. Befehl. Wieso, was ist passiert? Ein Mord, aber ich glaube, wir haben den Täter schon erwischt. Komm, lass doch diese Späße. Nennst du das Späße? Willst du mich umlegen? Es war vor 100 Jahren so, es wird auch morgen wieder so. Und trotzdem tut es weh, das kleine Wort Ade.